Der ist echt schön zu besiegen. Der macht Spaß, muss ich sagen. Der macht wirklich Spaß. Weil der auch nicht so OP ist, muss man auch sagen, ne? Wieder hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Biomutant auf dem PC in der 27. Ausgabe. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Noko. Geil. Der Gleiter ist schon nett. Sehr nettes Feature. Fairture. Ja? So, schauen wir mal, was uns erwartet. Zack. Hier haben wir wieder so einen Turm. Ja. Ausnahmsweise. Ah, siehst du den Emel? Immer wieder praktisch. Ah, shit, ich hab... Shit. Ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf. Brauche ich jetzt nicht. Ja. Mal in Ruhe. Brauche ich jetzt hier nicht. So, dich kann ich mir nicht holen. Habe ich irgendwie das Zeug dazu nicht. Egal. Die Mute-Spezialwaffe. Wir bereiten uns ja auch schon wieder im Kampf vor gegen den dritten. Weltenfresser. Das sollten genug Glitzermotten sein, damit ihr Plan funktioniert. Sie meint, du solltest dich nicht um die Wege sorgen, die du beschritten hast. Richte deinen Blick auf den unvermeidlichen Weg vor dir, an dessen Ende der Weltenfresser wartet. Der Hufschnauber ist der Beweis für die Dualität der Evolution. Unglaublich schön und grotesk zugleich. Sie meint, da die Wurzel sich in den entlegenen Bergen von Knalksteinach befindet, könnte der Hufschnauber länger daran nagen. Darum befürchtet sie, dass die Wurzel so viel gelitten hat, wie die Wurzel im Nordwesten, die unter dem Nass liegt. Weil er sie an ihre Zniegen erinnert. Die haben auch Hufe. Seine sind bloß viel größer. Okay, das ist jetzt tatsächlich schon der nördlichste... Der nordöstliche Weltenfresser. Besiege den Hufschnauber. Damit sind wir dann tatsächlich schon mit 75%. Du sitzt immer noch im Sattel, was wohl ein gutes Zeichen ist. Wie gesagt, Nebenquests und so machen wir jetzt alles nicht, um Projekte loszuwerden. Um eben wieder Platz für neue zu schaffen. Die laufen ja jetzt leider auch schon wieder eine... Arktrick. Ich glaube, es ist hier in dem Spiel gar nicht nötig. So, die Wurzel hier ist es wohl. Die geht hier nach hinten. Wir können die Folge gerne schon anfangen. Nur würde ich bezweifeln, dass wir den Kampf First Try schaffen. Da werden wir wahrscheinlich nächste Folge noch dran sitzen. Aber wir probieren uns mal durch. Wir probieren uns einfach mal durch und ja. Den Rest werden wir sehen. Denn wir sehen noch 700 Meter. Rennen uns vom Hufschnauber. Ach, so geil, Mann. Ja, wir sind sogar so schneller. Geil. Kann ich hier rüber? Weiß ich jetzt. Oh ne, kann ich nicht.
Wow. Er ertrinkt in 50 cm tiefem Wasser. Ja, normal. Ganz schön felsig. Oh, fuck, Alter. Ich muss wieder von hier los, oder was? So. Dann gehen wir halt nochmal den Weg. Absteigen hat doch was gebracht. Na gut. Geh ich gleich links lang. Dann können wir hoffentlich um den See rum. Direkt auch auf der anderen Seite, ja. Hä? Moment mal, wo denn? Ah, da ist er ja sogar. Soll ich denn da hochkommen? Von 7 Wänden mit dem Mute abgrenzen. Oh, das ist Oh, das ist wieder belastend hier. Gesehen. Oh klar, macht er so viel Damage. Was sehen wir hier? Wir sehen hier, die Stämme brauchen jemanden, der sie eint. Dass wir nicht weiterkommen. Ist das scheiße, oder? Wo ist jetzt mein Pferd? Arschen oder was? Ah, der Mute. Ja. So nicht. Ah. Ja gut, da oben, da war es nicht. Jetzt müssen wir irgendwie hier rum oder so. Na gut.
Ja, wird die Folge so oder so nichts, also. Aber kleiner Kampf, den gab es ja dann trotzdem. So, Hufschnauber. Ich finde die Namen, also das ist wirklich etwas, wo ich mit einem Lachen zurückblicken werde auf das Game, weil es einfach echt witzig ist, ne? Du bist in den Musmoos-Morast gestolpert. Hier droht die Gefahr, auf ewig stecken zu bleiben, ob du willst oder nicht. Juhu, hä? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Was soll denn das? Hier. Hä? Ich glaube, ich habe es schon verpasst. Da vorne war so ein Punkt. Ja, das finde ich auch so. Routendingsens, keine Route, keine Idee, wie man wohin soll. Also, ja. Mehr so was gut glückmäßiges hier, ne? Hier war auch nichts. Hier war... Nee, hier ist doch nichts. Was habe ich denn hier gesehen? Hier war doch irgendwo... Hier? Na, hier war doch sowas, aber... Lausche den Kreaturen der Nacht. Ja, nee, also... Hä? Oder so? Merkwürdig. Was ist denn das hier schon wieder? Ich will doch einfach nur... Hier oben drauf. Wir sind hier, das ist gar nicht mehr der Bestandteil der Map hier. Wie soll man denn da hin? Hier. Scheinbar. Also wieder zurück und dann hier den Weg. Genau, okay. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Ziemlich auffälliges Tor soll es wohl sein. Ja, genau da, wo ich noch nicht war, wahrscheinlich. Hier ist es noch nicht. Genau, ich muss noch einmal links rum, da hinten. Da soll wohl das Tor sein, wo ich direkt hinkomme. Na gut, schauen wir mal. Soll dann auch irgendwo eine Straße sein sogar. Ah ja, Knalksteinach, da sind wir ja auch. Gut, alles klar. Gut, hier speichert es auch. Sieht ganz gut aus. Dann hier sein. Da ist das Tor. Okay. Gut. Hätten sie natürlich besser anzeigen können, ne? Musik setzt ein. Finde ich nice. Kaum zu glauben, dass dies alles wirklich existiert. Da ist er, der Hufschnauber an der Wurzel dran, ne? Okay, na gut, dann wollen wir mal. Der ist ja gar nicht so groß diesmal. Der ist ja fast schon niedlich. So, okay. Ah.
Kacke. Dann auf B. Muss ich dann B drücken? Hab bisher immer noch alles im Griff, du. Ja gut, ich sehe jetzt nicht wirklich was. Ah. Gleich haben wir ja schon mal die erste Stufe. Ist ja auch noch kaum Schaden passiert, ne? Gott. Ja, jetzt ändert sich das ganze System aber mal. So, okay. Hier. Das ist kein gutes Ende für diese Geschichte. Okay, einmal treffen, das war's. Das ist super. Aber wir haben ja jetzt den Kontrollpunkt. Ja, ich kann nicht mal ausweichen. Alter, wie viel Damage. Hält dich unten. Wie viel? Okay, also man braucht das unbedingt zum Ablenken. Da bin ich mal gespannt, was er in der dritten Angriffswelle noch so drauf hat.
Nice. Hey, wir könnten es fast verschaffen, Mensch. Okay, yo, jetzt spuckt er auch noch. Sehr gut. Schaffen wir doch. Mega, wie er kassiert. Der ist echt schön zu besiegen. Der macht Spaß, muss ich sagen. Der macht wirklich Spaß. Weil der auch nicht so OP ist, muss man auch sagen, ne? So, gleich haben wir ihn, Mensch. Zack. Da ist noch einer. Yes. Weltenfresser besiegt. First try. Jawohl. Das lief super. Das Schicksal des dritten Weltenfressers ist besiegelt. Jetzt ist nur noch einer übrig.
Steinalt möchte mit dir sprechen. Er will dich beglückwünschen und dich in die letzten Schritte seines Plans einweihen. Dies ist deine Chance, seine und deine Prioritäten aufeinander abzustimmen. Tu das Richtige für deinen Stamm und für die Welt. Begib dich zurück zur Arche. Er schien dich unbedingt sehen zu wollen. Der große Plan. Schicksal der Welt, besiege alle Weltenfresser 3 von 4. Und damit, Freunde, war es das auch wieder für diese Folge. So, noch gut vorangekommen heute. Hat Spaß gemacht. Und nächste Folge geht es dann hier weiter. Tausend Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.